Willkommen zurück, Leute. Nach dem Massaker im letzten Part sozusagen gehen wir jetzt wieder richtig die Mission an. Und bringen mal ein bisschen die Story voran. Aber sowas. Ich meine, ich weiß nicht, wenn ihr AC zockt, macht ihr doch auch mal zwischendurch einfach Scheiße. Genauso wie wenn du GTA zockst. Wenn du Open World hast und die Möglichkeit hast, einfach mal zwischendurch so just for fun Scheiße zu bauen, machst du es einfach. Denke ich. Und jetzt gehen wir ein bisschen die Mission weiter an. Connor, ich stelle dir einige Gleichgesinnte vor. Der Besitzer dieses feinen Etablissements, William Molyneux, und der Leiter und Chefkoch seines neuesten Projekts, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor und ich haben uns eben erst mit den Rotröcken eines Steuereintreibers vor meinem Haus amüsiert. Die Eintreiber werden dreister und gewalttätiger. Darum müssen wir uns kümmern, Samuel. Wir müssen einen Banner hissen, damit die Leute wissen, dass sie nicht allein sind. Die Docks sind ein rechter Kampfplatz zurzeit. Demonstranten schirmen die letzte britische Teelieferung ab. Die Augen der Stadt sind auf diese Bühne gerichtet. Ein Bosner ohne Tee ist eine reißende Bestie. William Johnson schmuggelt den Tee von den Schiffen. Einer seiner Männer wollte mir das hier verkaufen. Eine Probe von dem Angebotenen, doch sie ist von den Schiffen. Der Stempel lässt keinen Zweifel. Er verlangt einen stolzen Preis. Er muss ein wahres Vermögen damit verdienen. Wo ist er jetzt? Ich habe den Mann nie gesehen. Darf ich fragen, warum du ihn suchst, Connor? Er hat vor, das ganze Land zu kaufen, auf dem mein Dorf steht. Und ohne die Zustimmung meines Volkes. Zweifellos finanziert der Profit dieser kleinen Schmuggeloperation den Ankauf. Für die Schmuggler ist sie eine Wohltat, diese Teesteuer. Ich wette, dieselben Männer, die die Steuer erheben, verkaufen den Tee. An der Bühne verlangt nach Spektakel und ich kenne das Stück. Connor, geh zurück zu den Docks und sorg für die Zerstörung des Tees. Wenn du uns brauchst, komm wieder her. Okay. Jetzt kommt aber nicht so eine Mission Boston Tea Party oder so. Kann das sein? Dass sie jetzt so langsam angeleiert wird? Entschuldigung. Pass auf, Mann! Ja, unter Bekanntheitsgrad Stufe 2 haben wir verkackt. T-Act, T-Gesetze, Animus, egal. Gut, dann machen wir uns auf den Weg dorthin. Limit für Schusswaffen 6? Ja, kein Problem. Ich schmetzel die einfach alle mit meiner Axt nieder. Aus dem Weg. Wie schnell der rennen kann, Junge. Wahns! Ausgewichen. Bams! Vor den Augen von denen. Ist mir scheißegal, Junge. So ein krasser Typ bin ich. Dupti-dupti-du. Lalalala. Und jetzt hier hochrennen. Voll cool, ey. Warnung, Sperrgebiet. Da vorne ist einer. Geh doch mal. Schnell weg hier! Geh lieber weg, Kumpel! Den hat's zerfetzt. Wo ist der hingeflogen? Wo ist der hingeflogen, der Typ?
Egal. Nicht so wichtig. Moment. Ich würde gerne mal eins davon mitnehmen. Mal sehen, was wir damit anstellen können. Ich weiß, damit kann man auch Luftattentate machen. Deswegen gucke ich mal ganz kurz. Das hier so eins mal sehen, oder? Ne, das lässt er natürlich fallen, ist klar. Egal, scheiß drauf. Connor ist ein Tier. Das ist einfach so. Connor ist ein Tier. Dem würde ich sogar jetzt schon fast sagen, dass er ein krasserer Kämpfer ist als Ezio. Das heißt schon was. Ich sehe gerade zum Beispiel, könnte man jetzt auch das Fass einfach abballern, denke ich. Renn um dein Leben! Wirklich? Okay, ich renne mit. Alles klar. 2 von 3 haben wir geschafft. Ich finde es voll geil, hier an der Werft hier rumzuhüpfen. Das ist also cool. Hui. So, mal gucken. Stimmt, der Test kommt jetzt, der Ultimate Test, ob jetzt... Jemand hat nämlich in den Kommentaren geschrieben, die Kleidung von Connor wird nass. Tatsächlich. Wird sie auch dunkler? Mein weiße Kleidung wird ja automatisch dunkler ein wenig. Warum kann ich da nicht rüber springen? Hm. So, jetzt. Gebe mir Flügel! Willst du fliegen oder was? Soll ich dich ins Wasser schmeißen? Oh, weg, 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 da ist ja auch noch ein Fass. Na, mein Guter? Ach, das. Das optionale Ziel wurde aber nicht angezeigt, dass wir die Fässer nutzen, um die Schmugglerwalle. Oh, scheiße, egal. Ich tue euch doch nichts. Das habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Wurde das einmal eingeblendet? Wahrscheinlich einmal und dann habe ich wieder nicht hingeschaut und wundere mich am Ende, warum ich das nicht gesehen habe. Jo, da vorne ist auch noch so ein Teil. Was machst du denn da? Einfach abreißen, nicht pfeifen wie so eine... Ne, ich... Scheiße. Scheiße, weg. Kein Bock auf Schlägerei jetzt hier wieder. Geht weg von mir, Kinder. Doch sie wird ohne unsere Zustimmung erhoben. Jetzt pfeift das schon wieder. Nicht pfeifen, jetzt kommen sie wieder. Schnell weg. Schnell weg. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Hm. Aber so langsam müssen wir doch mal... Inkognito wieder senden, oder nicht? Ich gucke gerade, wann ich den töte. Ohne zu viel Aufmerksamkeit zu erregen, wenn ich den töte. Das war der falsche Moment übrigens. Junge, Flucht!
Alter. Oh, achso. Flucht ist gelungen. Okay, gut. So, wo muss ich denn jetzt hin? Übrigens. Zu dem Würfelzeichen? Nein, da war doch vorhin noch ein anderes. Doch, tatsächlich, oder? Mal gucken auf die Karte. Kurz mal auf die Karte gucken. Da ist noch... Oh. Was haltet ihr davon, wenn ich... kurz mal... Warte mal, da sind ja... Warte mal, warte mal. Ach so, es gibt mehrere Bücher davon. Guck mal, wie viele Seiten hier zu finden sind. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich jetzt hin? Befreiungsmission. Karte, Logbuch. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hin muss. Muss ich hier wieder rein? Ja, tatsächlich. Waren wir richtig. Stefan, was ist los? Wo ist Sam Adams? Wen kümmert's? Ich wurde beraubt. Ich brachte meine Wertsachen hierher und dann kommt jemand und beklaut mich. Wo willst du denn hin? Wir wiederholen, was rechtmäßig meins ist. Sag mal, wie kann man eigentlich die... Ach so, da steht's. Okay. Zeitlimit für offene Konflikte. 15 Sekunden. Limit für Gesundheitsverlust. 50%. Unauffällige Attentate. Okay, das heißt, wir sollen überwiegend unauffällig sein. So. Versteckte Klinge habe ich schon. Moment. Moment, ich muss kurz die Markierung nochmal entfernen. Ein paar jämmerliche Rotröcke warten auf eine Abreibung. Wollte ich doch gar nicht. Warum sticht er die denn nicht einfach ab? Das ist jetzt schon verkackt. One second, Junge, one second. Ich wollte es spannend machen, weißt du? Jetzt kann es vorangehen. Kann ich das nicht einfach über die Dächer machen, wenn er da Stress anfängt, dass ich von oben runter jump? Scheiß drauf. Sonst bin ich zu weit weg. Junge. Stefan hat jetzt die Meute hinter sich. Jetzt ist hier richtiger Aufstand. Ist vorbei, Jungs. Los geht's. Das habt ihr hundertfach verdient. Stefan, bitte! Halte ein und höre mich bitte an! Wir haben lange genug zugehört. Die kommen in mein Haus und nehmen meine Sachen. Ich werde mich rächen. Der Verantwortliche wird dafür büßen. Und seine Freunde auch. So lange ein friedlicher Mann. Lernt meinen Zorn kennen. Hey, suchst du Streit, Engländer? Ich gebe dir, was du suchst. Ja, super. Nummer 1. Leute, tut mir leid, mitten in der Mission, aber ich möchte jetzt hier einfach einen Cut machen. Beim nächsten Mal geht's dann direkt weiter mit der Mission und ja, danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.